Festival ist wie, ist wie Königsklasse von den Events eigentlich. Hunderte von Partnern, Lieferanten, die das möglich machen. Jetzt in unserem Fall ein grandioses Team, das das jedes Jahr wieder baut, das Festival. Vom Sanitärstromer, Holz, Gerüstbau. Das ist ein wahnsinnig grosses System, das hier zum Laufen bringt und den Gurten. Und ich glaube, das können alle sagen, die hier oben arbeiten. Es ist einfach wie eine riesengroße Familie, die das Festival zum Erstrahlen bringt. Und das ist, glaube ich, das Schlimmste, dass das ja nicht dürfen zu. Wir sind quasi wie so ein Zug in voller Fahrt gestoppt worden. Wie geht es euch jetzt, wo das Festival nicht ist und wir hier oben hocken? Hey, uns geht es eigentlich gut. Es ist jetzt ja schon eine Weile her, dass wir diesen Zug haben müssen stoppen. Insofern kann man jetzt sagen, der Schock ist verdaut. Aber es war natürlich nicht immer so gewesen. Alles ist sehr schnell emotional geworden, weil man wie hat gesehen hat, dass es zur Absage wird müssen kommen am Schluss. Und das hat uns allen unglaublich wehgetan, so müssen in ein schwarzes Loch hineinzuarbeiten. Das war eine enorm schwierige Situation. Wir haben uns aber sehr schnell auch gefangen in dieser Situation und sehr schnell auch wieder das Licht im Tunnel gesehen und uns schon wieder ausgerichtet eigentlich auf das Jahr, das jetzt auf uns zukommt, auf das 2021. Was ist eigentlich alles schon gemacht, schon geplant? Ich meine, so eine Festivalplanung fängt ja eigentlich schon nach der Ausgabe vom aktuellen Jahr an, dass man schon wieder vorher schaut. Was war dort schon alles eigentlich abgehandelt gewesen, wo es dann geheiss hat, hey, wir können gleich nicht durchführen? Man war eigentlich so eine Feinplanung, Feinjustierung dann in dieser Phase. Und kurz davor, dass man sich noch mal schnell eine Woche Zeit nimmt, bevor man anfängt zu bauen. Also, ich glaube, das ist das, was viele Leute nicht wissen. Wir fast 7 Wochen vor dem Gurtenfestival an mit Bauen. Wir haben natürlich auch schwierige Gegebenheiten hier, Einbahnstrasse auf einem Berg hoch, eigentlich einen Golfplatz wissen, wo wir drauf unser Festival machen dürfen. Wunderschöner Ort, aber halt mit sehr viel Aufwand verbunden. Und darum waren wir eigentlich fertig mit der Planung des Festivals. Jetzt ist es auf nächstes Jahr verschoben. Was wünscht ihr euch für das nächste Jahr, für die nächste Ausgabe des Gurtenfestivals? Jetzt, ich werde das jetzt nicht negativ eigentlich ausdrücken, aber wir werden auch mit dem Solcheiben-Virus, das uns dieses Jahr eigentlich verunmöglicht hat, das Festival machen, auch noch ein bisschen weiterleben als Gesellschaft. Und ich glaube, wir müssen uns auf das auch vorbereiten, alle zusammen. Dass das einfach auch jetzt noch ein Jahr, zwei weitergeht. Und es gibt tausende Ideen, wo wir jetzt schon dran sind, wo wir dran am Arbeiten sind, wo wir auch wissen, es wird möglich sein, ein Festival zu machen, ohne dass jetzt schon jeder geimpft ist oder nicht. Und dem sind wir ganz, ganz fest am Arbeiten und hoffen, dass wir da Lösungen finden. Oder dass wirklich der Spuk vorbei sein kann. Aber wir überlassen nichts im Zufall, das Festival macht das nicht. Ich glaube, es geht allen gleich. Wir freuen uns extrem auf die nächste Ausgabe. Ich möchte an dieser Stelle aber gleich vielleicht noch so auf persönliche Highlights von euch zurückschauen. Jeder hat doch so einen speziellen guten Moment irgendwie in diesen vielen Jahren, wo man da oben war. Habt ihr auch so einen? Der Gurten, das ist so wie ein spiritueller Ort. Und irgendwie fängt einem immer das Glück hier oben. Egal, was man macht. Und darum würde ich sagen, der Gurten ist ein spezieller Ort. Ich habe tonnenweise Momente, die schön sind, die cool sind. Aber so der einen Moment, den gibt es bei mir nicht unbedingt. Das ist echt der Gurten an sich. Das ist ein wunderschöner Ort mit so viel Energie, die vollgeladen ist mit diesen schönen Momenten.